Vielleicht wisst ihr ja, ich spreche vier Sprachen. Ich bin Deutsche, bin aber auch Spanierin. Mein Vater ist Spanier, meine Mutter ist Deutsche. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, habe dann Englisch gelernt an der Schule. Französisch habe ich auch an der Schule gelernt, habe es dann aber richtig gelernt, als ich auf der Zirkusschule war in Montreal in Kanada. Und ich wohne jetzt gerade in Paris, deswegen ist mein ganzes Leben gerade auf Französisch. Im Moulin Rouge in Paris zum Beispiel spreche ich eigentlich nur Englisch und Französisch. Die ganze Show ist auf Englisch, weil ganz viele Artistinnen und Tänzerinnen und Tänzer gar nicht so gut Französisch reden. Mit Francis, mit meinem Bühnenpartner, sprechen wir auf Französisch. Aber das müsste ich für diese Show nicht. Also ich könnte auch ein bisschen dunkel. Ich habe mein Make-up gewechselt. Ein bisschen dunkel. Krieg mal hin. Man muss als Zirkusartistin nicht unbedingt viele Sprachen können, aber Englisch sollte man können. Damit kommt man sehr weit. Allerdings ist es eher andersrum, dass viele Leute, die im Zirkus arbeiten, mit so vielen verschiedenen Kulturen die ganze Zeit zusammen sind, dass viele Leute sehr viele Sprachen sprechen. Gerade Zirkuskinder, also Leute, die im Zirkus aufgewachsen sind, sprechen sehr oft 3, 4, 5 Sprachen. Das ist dann schon fast ganz normal. Aber, wie gesagt, kein Muss.